schneide so. Ich raus. Was? Ja, schneide ich irgendwie raus. Wir sind wieder zurück. Ja, ja. Ich glaube, Topsy ist ziemlich im Arsch, ne? Alle sind im Arsch. Das ist keine Zertopsy mehr, Mann. Nee. Wie konntest du die Fliegerbrille verlieren? Passt sowas nicht in Pokéball rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Da passen nur Tränke rein und so. Achso. Und da gibt's keine Equips, wenn du. Genau. Aber wieder so eines. Aber unseres ist cooler. Natürlich. Die Mütze muss in deinen eigenen Pokéball. Jawohl, direkt besiegt. Weil dafür haben wir den Gangsterboss Shiggy, ey. Und wir haben hier ein Item. Wir haben den Trunks. Was geht denn jetzt? Hey, ich hab mich in der Ecke versteckt und du hast mich nicht gesehen. Wir Camper haben es einfach drauf. Jetzt bist du fällig. Scheiß Camper immer, ey. Überall immer hocken sie in den Ecken. Wir haben sein Leben zerstört und ihm sagen, dass wir die ganze Zeit... Camper-Shake Radfratz in den Kampf. Ey, vielleicht hat er ein cooles Radfratz. Hörst du mal noch bevor noch? Ja, versuch auch gerne mal, das, die Musik zu ändern. Kann man ja mal machen. Jo. Erstmal passiert jetzt gerade gar nichts. Gebuggt. Oh no. Ja, irgendwie schon, ne? Gut, dass du abgesprochen hast. Jetzt. Das war ein ziemlich langer Tackle einfach. Ja, es ist nicht gerade das Schnellste. Blubber! Damn. Wie bei Kickers, wo die eine ganze Folge brauchen, um über den Platz zu rennen. Ja, normal. Das ist ein Riesenplatz. 5 Kilometer. Bam, okay, das Radplatz ist besiegt. 74 IP, hammer geil. Ah, das müssen wir abholen, ja. Unser ist Level 3, unser Radplatz kann dann, unser Topsy kann dann wahrscheinlich nicht so viel gegen machen. Ja, dann trainier das mal. Ja, kann ich ja jetzt schlecht gegen Level 6 Pokémon hier. Das schicke ich rein und es geht hops. Konntest du aber die ganze Zeit gegen die Wilde machen? Ja, konnte ich. Hab ich aber nicht. Hätte, könnte, würden, sollen. Schickt Wieso in den Kampf. Wieso? Ja, wenn dem R geklaut wird. Einigler, ja. Ich hatte heute auch Spaß, meine GTS an der Pokémon X nachgeschaut. Ich wollte ein Bidoof Level 100 haben. Ja? Und? Ich habe eins gefunden. Er wollte ein Wieso Level 100 dafür haben. Echt? War nicht schlecht. Hatte ich leider nicht. Wer hatte den gesprochen? Du, ne? Das ist kein Ego-Shooter, sondern ein Pokémon. Nee, Bene war das. Nee, das war ich. Nee, das ist sie. Das war die Ego-Shooter. Ach so, oh. So sieht's aus. Das ist auch super. Ich wette, sie machen aus dem Pokéball immer eine Analkette. Oh. Ja, ganz gut. Na, für mich. Genau, jetzt kannst du eins davon trainieren. Irgendwie nehme ich Taubsi. Oh, das arme Raupi. Ja, es soll sich weiterhin depressiv bleiben. Was steht hier auf dem Schild? Acht auf versteinerte Items! Ja, auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke. Alles klar. Gut, da sind ganz schön viele gleiche Schilder aufgestellt worden. Ja. Vor allem faul, haben Copy-Paste gemacht. Oh. Taubsi. Keine Wirkung. Daneben. Keine Wirkung, alles klar. Also eine Runde verschwunden. Whatever. Ja, irgendwie schon. Keine Wirkung, aber es macht das auch. Also von daher, daneben. Hammer geil. Das wird ja ein großartiger Kampf. Alter, ist die Genauigkeit von Topsy so niedrig, oder? Naja, wenn ihr die ganze Zeit Sandwürmel macht. Nein, ist ja nicht. Er hat ja keine Wirkung einfach. Aber danach ist die Genauigkeit trotzdem gesunken, stand da. Ja, ergibt keinen Sinn. Da kam keine Wirkung, aber die Genauigkeit von Topsy sinkt. Okay. So. Ah. Passt ja irgendwie. Entweder ein Bug oder da will es einfach. Oder die Genauigkeit war so tief, dass nach einem Einsetzen schon. Na, wen haben wir hier? Das war von Reisen, aber. Ich habe mein neues Pokémon im Mediamarkt gekauft. Ich bin doch nicht blöd. Sieht so aus. Na, was hat er? Alter, ne. Geil. Eine Wii-Visor. Eine Wii-Punkt-Sor. Alles klar. Wii-Punkt-Sor. Ich hab voll Angst davor, das. Discord, alles klar. Achso, ja. Du kannst ein totes Taubsi nicht schon. Letztes Mal spontan, wenn da zocken, das nicht, oder? Nee, nee. Okay. Wasser, komm. Ja, Wasser drauf. Oh, Motion Plus. Wieso? Das sieht die Bewegung voraus. Oh. Und hier haben wir jetzt ziemlich verkackt. Vielleicht hätten wir unser Pokémon auch irgendwie in der Markt auf. Kannst du erst mal den ganzen Rutenschlag spammen? Ja, ich glaube, wir sind vorher tot. Oh, was ist das? Ja, okay, ja, ich glaube, wir sind irgendwie relativ. Nein, los, Blubber! Naja, man kann sich noch darauf verlassen, dass wir vielleicht auch nicht Schaden machen, wenn die Verteidigung sinkt. Also mit einem Tackle One hitten, meinst du? Wir haben noch Tränke. Ja, wir haben auch keine AP. Auch nicht bei Tackle? Nee.
Steffen hat's verkeckt. Ja, das war ein langer Weg, sag mal nichts. Würdest du die anderen Pokémon trainieren müssen, wie ich gesagt habe? Ja, hatte ich ja vor. Du bist vom Trainer gelaufen. Ja. Ich bin kein Bahn. Steffen, bei mir. Nee, stell dir. Panzerschutz, komm, zögern wir das noch ein bisschen raus. Das ist ein toller Kampf. Ja, echt spannend. Wie tief kann man die Verteidigung noch senken? Sehr tief. Sechsmal standardmäßig. Ja, noch tiefer gesunken? Da komm, jetzt Raupi, unser so, King hier. Los! Wenn ihr jetzt weghaut, wird das wirklich abgehen, ne? Da ist definitiv nie wieder depressiv. Nein! Jetzt ganz, ja! Jawoll, Raupi! Geil, komm, Level up, Mann. 70 locker. Ja, schmeckt. Kaum noch eins. Das hat es verdient. Ah. Oh. Wie mächtig Raupi gewinnt. Jetzt wird es richtig stark. Das ist dein Einsatz. Michael. Das ist dein Claire hat ihn dir geklaut. Achso, nee, Michael Stimme. Ja, das ist sie. Du bist blöd, oder dumm? Weißt du, das Viech, weil ich bin Künstler. Da geht's auch wie Punkt so. Steffen, bestell mal eins. Ja, los. Ich will so eins haben. Mal schauen, was können wir hier? Ehrenklang. Yay, ein Boombeet. Achso, das bist du. Keine Ahnung, vielleicht war das auch einfach nur das Boombeet. Ist das jetzt das Boombeet? Ja. Aber das letzte Mal, als ich hier Bären angebaut habe, wurden sie von irgendwen gestohlen. Oh, ich hab plötzlich eine männliche Stimme bekommen. Ja. Nee, das war das Boombeet. Alter, Trainerkampf hier. Das ist scary, der hat kein Pokémon. Ach ja, genau. Ich brauche sich da was Wasser jetzt immer. Ja, du weißt, vielleicht hat er jetzt auch Moment, alles. Moment! Hey Michael, schön dich zu sehen! Ich habe gehört, dass Team Schockelt hier seine Basis hat. Vielleicht findest du hier ein Pokémon, das... Hier die Pokémon, Pokémon und, das und das E vom Professor Eich. Darf ich helfen? Ja, aber wie willst du das anstellen? Oder Pokémon? Wie willst du überhaupt oder Pokémon hier? Der Junge mit dem Knoblauch, der Junge in Knoblauchheim hat mich durchgelassen, weil ich das beste Pokémon aller Zeiten habe. Ich will nicht wissen, was das ist. Ich zeig's dir. Ich weiß, ich hoffe, er holt uns der Schwanz raus. Das hoffe ich auch nicht. Doch. Er selbst oder was? Ja, stimmt. Sogar wirft einen Stein, sehr effektiv. Also so ein Pokémon will ich auch mal haben. Geiler Scheiße. Scheiß jemand an. Moemon nur anders. Alles klar, wirf deinen Stein. Ich hoffe, so ein Pokémon können wir auch mal fangen. Ich hätte ich gern so eine Aska. Ich will gerade mal. WTF! Naja, vielleicht hat Professor Eiche sie mal geklont. Vielleicht gibt es ja auch mal E-Mails zu kaufen, weiß ich nicht. Ja. So! Ich habe jetzt den Weg übersprungen. Hier wieder zu Gary. Taubs ist jetzt Level 7, wenn ich das richtig sehe. Raupi, unser King, immer noch Level 5, ja? Und Shiggy nach wie vor Level 6. Taubsy dürfte keine Chance haben. Tausch doch lieber Shiggy nach vorne. Genau. Weil Asta und Haar nochmal einen Stein werfen kann. Ah, Stein. Und sie ist Level 8 oder so. Hey, ja, das hatten wir alle schon. Blau. Wir müssen mal Nein sagen sollen. Ja, mal ehrlich. Hätte ich mal ehrlich machen sollen. Wie? Los, Asta! Oh, was? Okay, Asuka ist schreiend im Kreis gelaufen. Rennt vor Angst, schreiend im Kreis, alles klar. Das war mehr als ein Stein. Und sie wird Steine. Verteidigung. Ich frage mich, ob sie auch noch andere Angriffe kann, für Gary exklusiv. Natürlich kann sie die. 95 IP hat sie gebracht, ja? Okay. Vielleicht ist Asuka noch nicht so stark, noch nicht stark genug, um dem Schocke deine Lektion zu verpassen. So, und weg ist er. Mehr nicht, warum kämpft er nicht selber gegen so stark Asuka? Ja. Weil er sieht ja dann auch geil. Was haben wir hier denn? Meeresforschungsbombe. Ja, guck mal, juhu. Sonderbomber, ja. Nett. Okay. Was haben wir denn hier? Was steht auf dem Schild? Etwa dasselbe wie auf allen anderen? Wow. Der, wo das liest, ist doof. Nee, doch. Nein, doof. Nee, doch. Da stand doch. Meine Familie ist extra hierher gezogen, um Arbeit bei Team Schocke zu finden. Warum so fleißig? Wir arbeiten nach nur für Müde. Okay, voll faul. So, erstes Haus, ja? Was hat der hier liegen? Langweilig.
Nom, 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 letzter Teil, weil der Stimme auf 10 Wert zugestoßen ist. Nom, nom, nom. Bestimmt nicht. Da kann die Macht das immer noch dieser kleine Haus. Da oben war ein Haus an der Tür. Da oben war hier geht's. Doch, hier geht's doch weiter. Gehen wir mal ins Pokémon Center. Wenn es denn offen ist. Ja, hier ist es offen. Was sagt der? Man muss kein Pokémon-Trainer sein, um ständig im Pokémon Center abzuhängen. Ich zum Beispiel habe einfach kein Zuhause. Er ist cool. Er ist ein Genius. Ich wusste, dass das kommt. Magst du Entos? Das ist eine Frau, ne? Egal. Der Gehilfe im Meeresforschungslabor liebt sie über alles. Ich habe ihm deshalb mein Enton für ein paar Tage ausgeliehen. Ach du Scheiße. Oh ja. Schwester Joy hat keine Stimme. Ach ja. Ich behandle ja die Pokémon. Woo, yeah. Oh, hier sind alle wieder zurück. Okay. Also. Yes! Nice! Geil, ey! Also auf jeden Fall... Ja, hier, obdachlos! Ey, er ist nicht obdachlos, sein Zuhause ist das Pokémon Center. Ja, okay. Und da hat er immer seine Joy. Dieser verdammte Architekt, der hat mich ein Vermögen gekostet und das baut er mir! Ein Haus ohne Tür! Ich würde ihm am liebsten meinen Raupi auf den Hals setzen! Zum Glück, dass der Pokéball im Haus liegt! Oh. Jetzt ihn da reinbekommen. Er ist durchs Fenster geworfen. Der hat ihn noch drin gelassen einfach. Okay, der hat auch alle Bücher hier auf dem Boden rumliegen. Bitte, warum liegen die alle hier auf Bücher auf dem Boden? Ja, weil er kein Bücherregal hat. Ja, stimmt irgendwie. Oh, guck mal, da ist so ein komischer Schrank, ne? Wen, ne? Der Schrank steht im Weg. Der Schrank steht im Weg. So, keine Ahnung. Das ist sie! Vielleicht was auch immer, wo es allgemein ist. Ja. Das kann man so schwer sagen. Wo bin ich? Wieder so leicht. Wo bin ich? Bescheuert. Oh, was ist hier mit dem Käfersammler? Ich bin der einzige Käfersammler mit einem Wald, mit einer Waldphobie hier. Das ist natürlich scheiße gelaufen. Oh Mann, ey. Ich bin Enton! Enton! Nicht nur einmal Enton. Mein Pokémon ist ja toll. Ist ja so toll. Oh Mann, da ist doch gar nichts auf der Traum. Doch! Es kann sehr viel. Gestern zum Beispiel hat es ganz alleine mein Fernseher demoliert. Das können keine. Deine Pokémon nicht. Vielleicht kannst du dir einen Kopf oder zu nehmen und durchklappen. Das tut mir noch sehr wenig, also das ist auch nicht. Hallo, Carpado ist viel heftiger, ne? Ich hatte eigentlich 50.000 Zähne, die zeigt es nur nie. Dann seine Panzer hat einen Schuppen, ey. Und der Blick, oh, der macht einen echt fertig. Hallo, Chakros zieht mit Carpado die Puckeliga ab. Ja. Carpado zieht mit Chuck Norris die Puckeliga. Scheiße. Ja, Carpado, ey. Who's now your boss? Auch Mount kann... Cassidy soll der Quasar gesichtet worden sein. Langweiler. Er ist zu normal. Mhm. Ja. Dann muss es auch gehen. Guck mal, das Blumenbeet da. Ja, das ist sehr schön. So, da waren wir bald schon. Oh. Bist du interessiert an Pokédrogen? Nebelrauch, Hypertrainer. Nebulakrauch, das macht Sinn. Ja, Hypertränke, Pokeriegel. Ja, du willst welche, hä? Natürlich, die kostet die Drogen. Was denkst du, ich verschenke dir zum Spaß oder was? Hypertränke, ja? Da Frau. Oh, ich bin doch eine fucking Schreit. Du musst es mit mir aufhören. Geil. Oh, das will ja das. Oh, Mann, das kann ich nicht machen. Die klang mir genau. Sie haben voll dieselben Stimmen, ey, boah. Oh, das die will ich sprechen. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Als es noch keine Pokémon gab. Alter, wie alt ist die bitte? Vielleicht ist sie fast so alt wie Master. Ah, älter als Mew. Wer kam zuerst, Master oder Mew? Master, oh, noch ein Sonderbonbon, hammer geil. Voll großzügig, ey.
ein alter Sack hier. Der ist auch versorgt. Ja, habe ich das Land gelebt. Nochmal für manche Zeiten. Aber hier ist Geiler, hier gibt's ja Discos. Ja, das geht immer zur Apotheke, ganz klar. Was liegt hier auf dem Tisch? Oh, ein Hyperball, Hammer, nice. Oh, warte, ich will wissen, was der gerade mit seinem Computer macht. Zieht er sich etwas Schmuddelfilmchen rein? Oder gar nichts? Okay, dann weiß ich wahrscheinlich nicht mehr. Du musst auch noch höher gehen. Noch ein höher? Ja. Okay. Oh, schade. Oh. Weiß ich ja nicht, wie man das bedient. Das ist Deko. So ein Steinzeitcomputer, der keinen Anschalter hat. So wie die Großeltern von dem Rechner. Waren wir hier schon drin? Ja. Ja. Die Frau, die nicht arbeitet. Aha, genau. Das waren ja irgendwie, die hatte ja unsere Stimme kopiert irgendwie. Frecher. Da war Zaterien zu lang. Hallo! Wer hat keine Stimme? Die von Team Rocket. Erstmal schweigen eine Runde. Ne? Nein, nein, mit dem Pack geben wir uns doch nicht ab. Wir von Team Rocket haben uns auf die Züchtung von Raffratz und der neu entdeckten Pokémon-Art spezialisiert. Das Urmel, es wurde gestern im Eis gefunden. Oh, sehr schön. Wollen wir vielleicht mal so eine Reihenfolge anlegen? Sonst kommt er immer gleichzeitig oder es dauert erstmal ein paar Sekunden, bis einer überhaupt passt. Ja, das ist ganz gut. Nee, Reihenfolge ist langweilig. Na, wenn sie schweigen, dann schweigen sie halt. Kannst du nicht da bei den Team Rockets auch rein? Kann ich wahrscheinlich, aber ich denk mal, da geht's weiter, oder? Ah, nee, bei Team Rocket nicht, bei Team Shock. Ich dachte, die geben sich nicht mit Team Shock ab. Hallo! Ich bin der Attackenhelfer. Naja, können. Egal. Was? Achso, nee, lass mal. Was kann dir denn hier? Kann man mal testen. Willkommen. Können wir helfen? Wir haben... Oh. Hey, ne? Achso, ja, hab ich gerade übersprungen. Die Fabrik hat im Moment einige, Schwierigkeiten mit der Umweltbehörde. Alles klar. Oh, nichts zu kaufen? Aber doch. Wir haben alles außer Pokébälle. Oh, doch, kaufen. Ja. Oh, wir haben 3000, Hammer, geil. Ja, der hat den Camper abgezogen, der hat doch viele Kills gestohlen. Ja, stimmt. Ey, die Preise sind alle halbiert. Das ist so schön. Ja, wir haben ja auch keine Pokebälle. Ja, das sind da Angebote. Wir haben alles außer Pokebälle, ja, kennen wir schon. Fabrik. Oh, der verkauft dasselbe. So. Whatever. Ey, versuch mal dieses Kaufset zu verkaufen. Vielleicht verkaufst du es ja für den Halbierung des Originalpreises. Wow. Also für denselben Preis, mit dem du es kaufst. Genau. Nein. Genius, ne? Irgendwie nicht wirklich, aber okay. Ja, ich glaube, jetzt kann so. Nur bei den Rockets rein. Ja. Ich will eins von den Raffratz haben. Ne, ich will das Rummel aus dem Eis haben. Schocketop-Quartier. Hey, ist plötzlich doch Schocket. Was ist das hier? Ich will meine Muffe haben. Ich habe zwar ein Fragezeichen oben kleben, aber ich bin trotzdem keine Rätselmaschine. Scheiß die Wand an, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Maschine hat gesprochen. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Anstatt er. Schocket-Handlanger schlägt Raffratz in den Kampf, jawohl. Yeah. Ich hier Level ab, scheiße. Oh, Aquaknarre. Panzerschutz weg. Nee, ich bleib jetzt bei der. Oh, Mauzi. Das Mauzi. Das wäre ein Schneeball. Aber ja. Und vielleicht nochmal andere Pokémon dran. Ja. Aber an dieser Stelle beende ich dann erstmal die Folge. Ich glaube, die ist nämlich schon wieder relativ lang. Deswegen abspeichern. Jupp. Naja. Ja, keine Ahnung, wenn sie kürzer ist, ist sie halt kürzer. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.